Mal Laune, das Ding! Also Leute, ich hab ein Winterbike! Wie ihr seht, seht ihr Winterbike, ne? Oh Mann, wie geil, ey! Leute! Also, das ist eine Yamaha TT 600 irgendwas Kubik. Es hat, das gute Maschinenhirn hat 45 PS? Auf jeden Fall, es hat 48 PS und wiegt gerade so viel, dass ich die, also die wiegt quasi mehr als die SMCR oder so, weil die darf ich gerade so, also Leistungsgewicht geht gerade so klar, dass ich die so fahren darf. Ungedrosselt. Mein Gott, Alter, das Ding ist so geil. Das gute Teil hat Enduro-Reifen, also wird das wohl auch im Gelände bewegt werden im Winter. Deswegen Winterhure, ne? Also, ich würde mal behaupten, das Teil ist geil. Ist von Baujahr 97 oder so. Hat mich, für die es interessiert, hat mich 1500 gekostet. Ja, wenn ihr euch schlau machen wollt, dann googelt das Bike einfach. Ich packe euch, oder der Name des Bikes, den blende ich euch einfach mal hier ein. Perfekt. Der Kommissar geht um. So andere Fahrweise einfach, ne? Das erste Mal gegrüßt worden! Aber Leute, schreibt mal in die Kommentare, wie wir das Bike nennen sollen. Wir müssen nämlich hier einen guten Namen zu überlegen. Wie wir den alten Hügel, das gute Teil, wie wir es nennen wollen. Geil, ey. Okay. Wollen wir hier machen, Foto? Schau mal. Steh einfach auf. Steh. Runter und zack. Wovon wartet der? Du gehst von der Straße weg. Scheiße, mal guck mal, wie kacke der Blinker hier so. Man vergisst den voll leicht so, weißt du? Kein Blinker zeigen, gar nichts. Ich mach die mal aus, ich trete die gleich wieder an. Weiß ich nicht. Kannst du auf die andere Seite gehen? Oder, weißt du, weil wenn ich mich hier draufsetze, nicht, dass du dann nicht umkippt. Weil wenn ich nicht ganz auf den Boden komme, dann halte ich die. Ja, wie denn? Kipp dann, wenn dann nach hier, okay? Aber wie soll ich das machen? Kannst du nicht wegdrücken, oder? Da kannst du nicht den Boden berühren mit, Schatz. Bitte, ich will aber. Du kannst schon seitlich, wenn auf dem Ständer ist, nur so. Ja, guck mal so, guck mal. Ja, warte mal. Kannst du wegdrücken? Berührst du noch den Boden mit irgendeinem Fuß? Alter, wie sieht das aus? Ja. Hätte ich nicht gedacht. Hey, wenn man die tiefer macht? Guck mal, hätte ich nicht gedacht, Mann. Die ist nämlich nicht so hoch wie die SMCR oder so. Wenn man die tiefer macht? Und jetzt voll die harte Sitzbank, die geht gar nicht mehr da runter.
Man kann die Feder aber ein bisschen einstellen, dass die tiefer geht, ne? Ja. Mach mal ein Foto. Okay. Ich krieg das nicht alleine hin, glaube ich. Doch, Mann. Ey. Easy. Geil. Das wird ein richtiger Random-Vlog. So. Fahren wir jetzt ins Gelände oder was? Nein. Das machen wir in einem anderen Vlog. Okay. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Das hoffe ich auch. Wenn das der Fall ist, gebt dem Video einen Daumen nach oben. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Motovlog. Tschüssi! So, jetzt muss ich versuchen, das Ding erstmal hier so. Warte mal, tschüssi! So. Jetzt wird's interessant. Ja, was ist das Ding hier? Guck mal, das kann sein, das ist so brummt, oder? Hä? Das Ding hier, ich weiß ja nicht, was es ist, aber. Turbo. Glaubt mir das nicht, dass ich da drauf packe. Oder? Dann ziehen wir alles auf. Dings. Den Druck ziehen. Schatz, ich glaube, dein Vater glaubt mir das nicht. Oder? Ah, fuck, das war gefailt. Ah. Antreten muss gelernt sein. Ach, die scheiß Dingsraste ist im Weg. Ich glaube, die kommt. Ne, ich hab's einfach von Spannung weggelassen, scheiße. Ruf deinen Bruder an. Hä? Nein, alles gut. Gut, der Druck muss gar nicht raus. Reserve, okay. Hier ist ganz schön slippery. Ach, Zündung! Oh, das ist Zündung! Oh mein Gott! Das nehme ich mit ins Video. Ah, ist rutschig hier, ey. Jetzt den Joke doch raus, oder nicht? Hä? Wieso Niklas? Nein. Ich weiß ja, wie es geht. Ich krieg's nur nicht. Ich krieg's nur nicht umgesetzt. Weißt du? Ach, warte mal. Licht mache ich. Off. Das geht auch dann schon leichter. Ah, scheiße. Ja, ich habe gerade gedacht, ich hätte. Jetzt hat er den schönen Punkt. Ah. Du musst weiter nach vorne! Ach so. Hat doch geklappt! Ja, hat doch geklappt. Ich bin doch nicht so aufgeschmissen.